Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das hier ist das 5000 Abonnenten Special auf dem Kanal, der meinen Namen trägt, Max Herzberg. Ja, 5000 Abonnenten oder schon viel mehr. Wahnsinn, oder? 2011 im Sommer habe ich angefangen mit YouTube Videos. Hätte ich gedacht, dass ich mal so viele habe? Ja, hätte ich. Schon 2013. Hat ein bisschen länger gedauert, aber egal. Ihr seid alle hier. Ich könnte mich jetzt bei euch bedanken und so, aber eigentlich bin ich es, der die ganze Arbeit gemacht hat, die Zeit investiert hat und das Geld investiert hat, um die Videos zu machen, aber was soll's. Ohne euch würde es trotzdem nicht funktionieren, weil irgendjemand muss ja meine Videos schauen. Und das macht ihr regelmäßig und das finde ich sehr schön und ja. Nee, echt, ist nice. Vor allem auf diesem Kanal hier ist ja momentan mein erfolgreichster, weil ich hier auch sehr aktiv bin. Über 500 Videos seit Anfang 2013, also 2,5 Jahre auf diesem Kanal. Habe noch ein paar andere, hatte auch schon viele andere. Und ja, wie gesagt, falls ihr nur mich kennt von diesem Kanal, in der Beschreibung sind meine anderen verlinkt. Ja, 5000 Abonnenten, ist das viel? Stellt euch doch mal vor, ihr macht einen Vortrag in der Klasse vor euren Mitschülern. Stehen 15, 20 Leute oder sitzen da drum, schlafen halb. Da habt ihr schon ganz schön Muffelsausen manchmal, ich kenne das, man kann kaum reden. Aber hier 5000 sind mein Publikum. Wahnsinn, oder? Du bist einer davon. Einfach nur geil. Und es läuft. Ich will euch auch mal was zurückgeben. Das hier. Aber dazu kommen wir gleich. Wie soll ich sagen? YouTube ist wirklich mein größtes Hobby. Seit Jahren. Macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit durch die Arbeit und so, aber vielleicht legt sich das mal, wenn ich davon leben kann. Dann wird sich das noch ganz schön ändern und daran seid ihr ja beteiligt. Immer schön liken, meinen Links kaufen und die ganze Scheiße, ihr wisst ja, wie das läuft. Ja, ich bin immer ehrlich zu euch. Ich lasse mich nicht kaufen. Ich lasse mich kaufen, aber ich lasse meine Meinung nicht kaufen. Ich werde immer größer. Man wird immer mehr Sachen bekommen. Von Firmen und so, Kooperationen. Zum Beispiel habe ich jetzt das geschickt bekommen. Dazu soll ich ein Review machen. Hab das geschickt bekommen. Leute, ich krieg das gratis geschickt mit der Post. Das klingt geil, oder? Ich muss dazu ein Video machen. Diese Scheißfirma hat mich 5-mal angeschrieben, dass ich das Video mache. So, ich will damit Erfahrungen sammeln, was auch immer. Ich habe vielleicht einen Monat damit verbracht. Dann gehen die mir auf den Sack, ich soll endlich das Video machen. Das verklagen die mich so ungefähr. Muss ich euch das Video rausschmeißen. Ich muss 5 Sterne geben bei der Amazon-Bewertung und ich muss das Gerät gut aussehen lassen, sonst bekomme ich es nicht. So einfach ist das. Das ist so eine Art Vertrag, den man da schließt, indem man mit E-Mail zustimmt. Und im Prinzip kann ich euch einen Bären aufbinden, mache ich aber nicht. Wenn mir sowas nicht gefällt, schiebe ich es zurück, mache ich es nie, mach's kaputt, was auch immer. Ich bin ehrlich zu euch, ich sag keinen Mist über Produkte, die ich vorstelle. Ja, ich will euch einen Haufen Zeug verkaufen, ich will Geld verdienen, aber ich nutze euch nicht aus, ich verkaufe euch keinen Plunder. Ja, ihr wisst, wie das ist. All die ganzen Sachen, die ich hier vorstelle, mit den ganzen Produkte, die Energy Drinks, die ich vorstelle, trinke ich selber. Die Kopfhörer, die ich reviewe, für den höre ich selber Musik. Die Tastatur, die ich euch empfehle, in der Tastatur tippe ich mein Zeug ein. Die E-Zigarette, die ich euch vorstelle, mit der rauche ich. So ist das. Ich bin ehrlich, ich nehme das Zeug selber. Und wenn irgendwas gesponsert wird, wenn ich für irgendwas Geld bekomme von Firmen in Zukunft, sage ich es hundertprozentig. Guckt immer schön meine Beschreibung an, da steht alles nochmal einzeln drin. Ich werde mich freuen, es werden sicher viele, viele Sachen kommen. Vielleicht eine Kooperation oder so. Es wird dann ja, viel geben, wozu ich eigentlich gar keinen Bock habe, aber was man macht, wenn man Geld bekommt, wenn man mehr Follower bekommt, Abonnenten. Ist normal, das ist geschäftlich. Aber es wird immer mein Herzblut drin bleiben. Vor allem auch in meinen anderen Kanälen, wo ich einfach hundertprozentig das mache, was mir so gefällt. Das hier ist Technik, aber es ist immer noch ehrlich. Ja. Genau. Ich habe auch nichts davon, wenn ihr unzufrieden seid, will ich euch keinen Mist verkaufen. Ist mir auch wichtig. Weil ich euch Sachen teste. Ich bin ja kein Laden, ich bin ja einer, der das Zeug vorstellt. Genau. Wollte ich es nur mal so sagen. Ja, wie gesagt, das Ding habe ich eben ja, geschenkt bekommen von der Firma. Und das will ich euch jetzt weitergeben.
Also mache ich hier von dem Giveaway, habe ja das in meinem letzten Video vorgestellt, sage jetzt dazu mal nichts mehr, das Video findet ihr auf meinem Kanal, wenn ihr mehr über dieses Produkt hier wissen wollt. Das ist der Bluetooth-Lautsprecher, hat ein integriertes Radio, alles mögliche. Wie gesagt, ihr habt ja hoffentlich das Video gesehen, wenn nicht, könnt ihr es nachholen. Und für die, die länger dabei sind, Lautsprecher, ein ganzes Paket voller Lautsprecher. Alle möglichen Arten, Autolautsprecher, AFT-Lautsprecher, Subwoofer. Wirklich hochwertige Hochtöne, das hat vielleicht einen Wert von, weiß ich, Gebrauchtwert 50 Euro, keine Ahnung. Könnt ihr verkaufen, könnt ihr kaputt machen, was ihr wollt. Brauche ich nicht mehr, das verschenke ich euch. Also die beiden Sachen möchte ich euch wirklich schenken. Mache ich ein Giveaway? Was müsst ihr tun? Schreibt einfach in die Beschreibung, in einen Kommentar. Ach, dann in die Beschreibung, dann könnt ihr nicht reinschreiben. In den Kommentarbereich einfach reinschreiben, was für ein Paket ihr haben wollt, entweder den Lautsprecher oder das. Es wird zwei glückliche Gewinner geben. Und zwar am 1.7. werde ich das Ganze auflösen. Da ist über einen Monat Zeit. Und ja, es haben wirklich alle die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Was müsst ihr in die Beschreibung schreiben? Ihr schreibt rein, was das erste Video war, was ihr von mir gesehen habt. Egal was. Und ja, warum ihr das, was ihr haben wollt, gerne haben wollt. Irgendwas. Ich suche mir dann die beiden Leute aus. Das könnte eine persönliche Übergabe werden, wenn derjenige in Dresden wohnt oder wenn er im Westen wohnt oder wo auch immer. Aber innerhalb von Deutschland, nur innerhalb von Deutschland, ja, schicke ich es per Post, dann müsst ihr mir eben antworten und so. Und das Ganze, also die Gewinner, der YouTube-Name des Gewinners wird auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht. Link in der Videobeschreibung, die heißt Artlessen Pictures. Könnt ihr gleich mal ein Like da lassen. Also solltet ihr sowieso machen, weil dort wird der Gewinner veröffentlicht. Und ja, am 1.7. Das schreibe ich mir dick in den Terminplan, damit ich es nicht vergesse. Und dann kann sich ein Glücklicher darüber freuen oder eine Glückliche und ein anderer darüber. Genau. Was wird in Zukunft kommen auf diesem schönen Kanal? Weitere Rap-Box-Unboxings. Dann Energy Drinks, Produkte, alles mögliche. Ich werde vielleicht mich mal, weiß ich nicht, in die Modeszene wagen. So zum Beispiel Schuhe oder Kleidung, also solche Caps, die ich trage, T-Shirts, Hemden. Ist ja auch alles interessant. Es ist immer nur wichtig, dass die Leute, die sich da, also meine Abonnenten, dass ihr euch für die Produkte, die ich review, interessiert. Kann auch immer mal was dabei sein, was nicht so interessant ist. Nie haten, nie disliken, nie machen. Gebt ein Like ab. Wenn ihr euch das Video nicht interessiert, schaut es nicht an. Schaut euch das nächste an. Ihr könnt auch immer selber vorher entscheiden, ob ihr das Video ansehen wollt oder nicht. Also seid cool drauf und ja, kann keine Leute wirklich gebrauchen, die mir das Leben hier schwer machen. Ich brauche im Prinzip nur positives Feedback, weil ich weiß von Anfang an, wie ich das Video mache. Ich gucke mir das Video vorher an, bevor ich es hochlade. Ihr müsst mir eigentlich nicht sagen, dass dies und das schlecht ist, weil ich das schon weiß. Irgendwann wird sich vielleicht dies und das ändern, was euch nicht gefällt, aber Kritik nervt. Ich muss schon den ganzen Tag nur Beleidigungen lesen unter meinen alten Videos, wo ich Zeug kaputt mache und so. Das, ja, irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr, das motiviert nicht. Was motiviert eben solche Sachen hier? Oder immer die Leute, die schreiben, du machst geile Videos, das ist immer cool. Ich abonniere euch auch immer gerne zurück, wenn ihr Kommentare schreibt. Ich abonniere eigentlich jeden, der einen Kommentar schreibt in meinem Kommentarbereich, weil es kostet nichts zu abonnieren auf YouTube und ich gehe eigentlich nie meine Abo-Listen durch. Deswegen kann ich ja eh abonnieren. Das ist immer ganz cool. Und ja, 5000. Richtig cooles Gefühl. Ja, die habe ich in meinem letzten Video reviewed. Ein paar Schraubenzieher zum Beispiel. Finden vielleicht einige interessant, aber wisst ihr, wie das funktioniert? Dieses Ding ist wirklich cool. Das ist wirklich ein richtig gutes Produkt. Kann ich mit ruhigem Wissen weiterempfehlen. Und habe nichts dagegen, wenn die Leute das kaufen. Kostet 20 Euro. Amazon gibt mir 5% ab, wenn jemand das über meinen Amazon-Link kauft. Und das Geld wird dann hochgerechnet. Kann ich euch mal zeigen, was ich so verdiene. Darf ich euch hier zeigen. Heute ist der 22. Und ich habe bis jetzt innerhalb dieses Monats 65 Euro verdient an diesen Amazon-Links. Ich verdiene natürlich mit Google Geld, also diesen Werbeeinnahmen noch Geld. Und davon kann ich dann eben neue Produkte kaufen. Die Kameras, kostet alles ein Schweinegeld. Was ihr hier seht, alleine kostet ungefähr 1300 Euro.
Das ist alles nur für diese Videos hier investiert. Und da kommt eben ein bisschen Geld wieder rein, zusätzlich zu meinem Lohn, was ich verdiene mit der Arbeit. Ohne euch wirklich das Geld abzuknöpfen, weil ihr müsst ja nicht mehr bezahlen, wenn ihr meine Links kauft, sondern das läuft eben alles so, dass Amazon das mir gibt. Das ist wirklich cool gemacht und ich kann euch trotzdem die guten Produkte empfehlen. Ja, genau. Und es wird sicherlich auch nochmal anders gehen, wenn ich mehr Zeit habe, mache ich ein bisschen aufwendigere Videos mit mehr Schnitt. Momentan habe ich immer nur die Kamera auf dem Stativ stehen und stelle euch diesen das vor. Ja, als nächstes will ich vor allem mal die Kamera, mit der ich hier gerade selber filme, reviewen. Wird ein bisschen aufwendiger. Und dann die Biodynamic-Kopfhörer, die dort liegen. Und noch vieles mehr. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg. Wie gesagt, alles zum Gewinnspiel habe ich erzählt. Es gibt doch keine weiteren Bedingungen. Ihr könnt doch 10 Jahre sein oder 50 Jahre, ist egal. Hauptsache, ihr wohnt in Deutschland und schreibt eben so einen Kommentar. Genau. Wiedersehen. Euer Max Herzberg. Naja, folgt mir auf sozialen Netzwerken. Daumen hoch, die ganze Kacke. Bis sehr. Tschüssi.